Lavaliermikrofone sind ein Garant für gute Tonqualität. Natürlich abhängig vom Modell, das man einsetzt. Allerdings haben Lavalier- bzw. Ansteckmikrofone den großen Vorteil, dass sie direkt beim Sprecher positioniert werden können und andere Geräusche isoliert werden können. Bei den Lavaliermikrofonen gibt es zwei Typen von Mikrofonen. Das eine ist ein unidirektionales, das andere ein omnidirektionales Mikrofon. Ihr hört mich gerade sprechen über ein unidirektionales Mikrofon. Das ist das EduTeach ETM 009 in der Plus-Variante. Dieses Mikrofon wurde mir dankenswerterweise von EduTeach für dieses Video zur Verfügung gestellt. Nach dem Intro schauen wir uns genauer an, wie sich omnidirektionale Mikrofone von unidirektionalen Mikrofonen in der Aufnahmequalität unterscheiden. Dazu habe ich jetzt hier noch das ETM 006, das hatte ich mir selber gekauft, und wir können dann uns mal die verschiedenen Tonspuren anhören. Was ihr hier seht, ist jetzt die Tonspur, die ich tatsächlich gerade aufnehme. Oben auf der Spur seht ihr das neue EduTeach ETM 009, also ein unidirektionales Mikrofon. Und unten mit den ganzen roten Ausschlägen seht ihr mein altes EduTeach ETM 006. Die haben völlig anderes Eingangssignal, deshalb kann ich die auch nicht zusammen aufnehmen und abspielen. Also ihr seht zum Beispiel, dass das ETM 006 permanent übersteuert da unten, während ich beim ETM 009 eine ganz normale Tonspur oben hinbekomme. Ich muss den Gain-Level unterschiedlich setzen für die beiden Mikrofone. Das ist schon mal das Erste, was mir hier natürlich bei der Aufnahme aufgefallen ist. Ich würde jetzt einfach mal umsteuern, damit ich jetzt mit dem ETM 006 weitersprechen kann. So, jetzt habe ich umgesteuert, so dass das ETM 006 die normale Tonspur hat. Und wie man oben sehen kann, ist natürlich das ETM 009 deutlich leiser jetzt bei der Aufnahme. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich das jetzt hier hinbekommen habe mit der Aufnahme, ich benutze ein Stereo-Breakout-Kabel. Das ermöglicht mir, die beiden Stereospuren des Zoom H1n für zwei unterschiedliche Mikrofone zu benutzen. Natürlich ist das jetzt ein völlig praxisferner Einsatz, denn wenn ich das nutzen will, dann müssen die Mikrofone eine ähnliche Aussteuerung haben. Deshalb habe ich auch zwei ETM 006 Mikrofone, die ja natürlich identisch sind und damit auch gut verwendet werden können. Beide Mikrofone empfinde ich als relativ basslastig. Da geben die sich beide nicht viel. Etwas dünner, finde ich, hört sich das ETM 009 an. Beim ETM 006 hört man halt so ein bisschen mehr den Raum noch mit und das empfinde ich beim Hören zumindest als angenehmer. Aber das ETM 009 hat ja genau den Zweck, mich zu isolieren von anderen Geräuschquellen. Und genau in so einem Szenario möchte ich jetzt beide Mikrofone einmal gegeneinander antreten lassen. Ich würde jetzt einfach Musik auf meinen Lautsprechern abspielen. Die Mikrofone sind in identischer Weise an meinem Oberteil angebracht, sodass also die Ergebnisse dadurch nicht verfälscht werden sollten. Ich spiele einmal Musik ab, ihr werdet die in beiden Fällen im Hintergrund hören und wir schauen mal, bei welchem der beiden Mikrofone das Ganze lauter bzw. leiser ist. So, die Musik läuft und weil ja das ETM 006 gerade das ist, das ich ja beim Sprechen anhatte, rede ich jetzt einfach mal mit dem ETM 006 weiter. Und ich muss so ein bisschen gegen die Musik ankämpfen, das merke ich schon. Ich sehe aber auch schon deutliche Ausschläge auf der Audiospur bei dem ETM 006. Ja, noch ein paar Worte zur Nachbearbeitung. Ich habe nur die Lautstärke normalisiert, mehr habe ich nicht gemacht als Nachbearbeitung. Ich bin jetzt mal einen Moment leise und dann hört ihr im Grunde nur noch die Hintergrundmusik. Gut, dann sind wir jetzt durch, würde ich sagen, mit dem ETM 006. Jetzt ändere ich wieder den Gain so, dass wir eine vernünftige Einstellung für das ETM 009 haben. Jetzt habe ich so alles eingepegelt, dass ich ganz gut mit dem ETM 009 sprechen kann. Aber auch in diesem Fall hört ihr natürlich die Musik im Hintergrund. Das ETM 009 unterscheidet sich übrigens vom ETM 006, dass es modularer ist. Ich habe also einen kleinen Mikrofonkopf mit einem Klinkeanschluss und der wird erst zum richtigen Lavaliermikrofon, wenn ich das Klinkekabel daran anschließe. Das macht das Ganze zwar etwas flexibler, hat aber auch den Nachteil, dass ich einfach ein schwereres Mikrofon anstecken habe als beim kleinen ETM 006. Da ich das Ergebnis jetzt von diesem Test auch noch gar nicht kenne, bin ich mal gespannt jetzt aufs Reinhören. Und ich werde dazu noch ein paar Kommentare abgeben. Jetzt hört ihr mich über mein Rode NT1 XLR Großmembran-Kondensatormikrofon und nicht mehr über das kleine Klinken-Ansteckmikrofon. Einfach um euch mal einen Eindruck zu geben, wie unterschiedlich sich Mikrofone anhören können.
Natürlich ist das jetzt wahrscheinlich angenehmer zu hören, aber das hat ja auch einen ganz anderen Zweck. Das ist ein Studiomikrofon, die anderen zwei Mikrofone benutze ich in ganz anderen Situationen. Deshalb hinkt der Vergleich an der Stelle jetzt etwas, aber trotzdem mal zum Gegenhören ist das bestimmt ganz interessant. Kommen wir aber zu den beiden Aufnahmen, die wir gehört haben. Das ETM 009 hat meiner Meinung nach die Hintergrundgeräusche deutlich mehr reduziert und das erspart einem Kopfzerbrechen bei der Nachbearbeitung der Tonspur. Ich habe zwar gesagt, die hängen identisch, bei mir tatsächlich hat das ETM 009 sogar noch ein bisschen näher, wir reden von ein paar Zentimetern, an der Tonquelle, also an meinen Lautsprechern gesessen, wo die in Anführungszeichen Störgeräusche hergekommen sind mit der Hintergrundmusik. Wenn ich in Zukunft Außenaufnahmen mache und habe zum Beispiel Straßenlärm dabei, dann werde ich eher das ETM 009 präferieren. Einfach deshalb, weil das schon von vornherein dafür sorgt, dass ich nur das aufnehme, was ich aufnehmen will und die Hintergrundgeräusche deutlich abgesenkt sind. Wenn ich in Innenräumen aufnehme, wo keine Störgeräusche zu erwarten sind, werde ich weiterhin das ETM 006 verwenden. Ihr könnt mir ja auch mal euren Eindruck gerne in die Kommentare schreiben, welches Mikrofon euch am besten gefallen hat. Und vielleicht jetzt nicht sagen das Rode, sondern naja, ihr wisst schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann kommt jetzt das typische Abo-Gebettel. Ihr könnt mir einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo natürlich, da freue ich mich am meisten. Ansonsten kommt jetzt der Outro und dort gibt es dann auch hier und da ein Video.